Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Final Testament Video. Sport ist gesund und es gibt immer mehr Gadgets dafür, aber heute habe ich ein ganz besonderes für euch im Test. Die TomTom Adventure. Joggen, Wandern, Skifahren, eine Sportuhr für einfach alles. Und was ich von der TomTom Adventure halte, seht ihr jetzt in diesem Video. Viel Spaß! Ich selber besitze und nutze immer noch diese ganz alte TomTom Runner und deswegen freue ich mich jetzt, die TomTom Adventure testen zu dürfen. Vielen Dank dafür auch an TomTom und 110, denn ich habe die TomTom Adventure für diesen Test zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen Dank! Die TomTom Adventure ist die neueste Sportuhr aus dem Hause TomTom und gleichzeitig auch das Spitzenmodell. Damit das klar ist, die TomTom Adventure kann alles, was die Runner 3 oder Sparks 3 auch kann, hat aber noch ein paar mehr Funktionen. Die Uhr kann für so gut wie alle Sportarten genutzt werden. Sie unterstützt Laufen an der frischen Luft oder Indoor-Laufen, Traillauf, Wandern, Radfahren draußen und auch Indoor, Schwimmen, Ski, Snowboard und Studiosport. Für alle anderen Sportarten, die draußen betrieben werden, kann dann der Freestyle-Modus genutzt werden. Im Groben kann man sagen, die Uhr trackt die Freiluftaktivitäten mit GPS und die Indoor-Aktivitäten über einen Beschleunigungssensor, der in der Uhr verbaut ist. Neben den schon erwähnten GPS verfügt die TomTom Adventure über einen eingebauten Herzfrequenzsensor, der direkt am Handgelenk den Puls misst, und ein Barometer, um die Höhe genauer tracken zu können. Die Sportuhr ist außerdem bis 40 Meter bzw. 5 ATM wasserdicht, hat einen integrierten 3 GB großen MP3-Player, der mit Bluetooth-Kopfhörern funktioniert, eine Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden im Sportmodus, bis zu 20 Stunden im Wandermodus und mehreren Tagen im Standby. Ich habe die Laufzeiten jetzt nicht so genau getestet, aber die Akkulaufzeit ist schon sehr gut. Im Standby bin ich auf etwa 2 Wochen gekommen. Wenn Smartwatches so eine Laufzeit hätten, hätte ich wohl auch eine Smartwatch. Ich finde ganz cool, dass man den MP3-Player auch nutzen kann, ohne sich im Sportmodus zu befinden. Allerdings ist das wirklich ein minimalistischer MP3-Player, der besser über die Kopfhörertasten bedient werden sollte. Also erwartet nicht zu viel. Es gibt keine Ordnerstruktur. Dafür kann man MP3-Lieder ganz einfach per Drag and Drop auf die Uhr verschieben. Das Design der TomTom Sportuhren hat sich nicht allzu sehr verändert. Die Adventure sieht zwar schon etwas moderner aus als meine alte TomTom Runner, aber das Grundkonzept ist gleich geblieben. Die Uhr ist immer noch vom Armband zu lösen, sodass man das Armband ganz leicht an sein Outfit anpassen kann. Die Adventure wird in Schwarz und Orange verkauft. Übrigens passen die Armbänder der Runner 3 bzw. Spark 3 auch für die Adventure. Unter dem Display befindet sich der GPS-Sensor und der 4-Wege-Knopf für die Bedienung. Auf der Rückseite befindet sich der optische Herzfrequenzsensor und die Kontakte für das Lade- bzw. Synchronisationskabel, welches natürlich im Lieferumfang enthalten ist. Das Ladekabel und das Armband sind leider nicht mehr ganz so toll wie früher. Die Uhr sitzt zwar besser im Armband, aber der Schließmechanismus war früher besser und das Ladekabel war auch nicht so fummelig anzubringen. Da hat TomTom leider einen Rückschritt gemacht. Vom Tragekomfort muss ich sagen, dass ich die Uhr nicht immer tragen konnte. Ab und zu drückte die Uhr etwas unangenehm, sodass ich die Adventure kurz mal ablegen musste. Insgesamt ist der Komfort zwar okay, aber das geht auch besser. Macht man gerade keinen Sport, trackt die Uhr die Aktivitäten im Hintergrund mit, also die Adventure ist ein 24/7 Fitness-Tracker. Es werden Schritte, Kalorien oder auch der Schlaf gemessen. Auch diese Daten werden an MySports übertragen. Das kann ich sofort sagen, so ein Fitness-Tracker ist ziemlich ungenau, so auch der Fitness-Tracker in der TomTom Adventure. Erst recht mein Schlaf konnte die Uhr nicht richtig tracken. Also eine nette Spielerei, mehr aber auch nicht. Die Bedienung ist sehr leicht. Die Standardansicht ist natürlich die Uhrzeit. Links geht's zu den Daten des 24/7 Fitness-Trackers. Da kann man sich den aktuellen Tag oder die laufende Woche ansehen. Oben ist der MP3-Player und unten allgemeine Einstellungen der Uhr. Mein Tipp, um Strom zu sparen, nutzt den Flugmodus. Da hält der Akku eine gefühlte Ewigkeit. Nach rechts geht es dann zu der Auswahl der Sportaktivitäten. Aktivität ausgewählt gibt es wieder 3 Möglichkeiten. Oben sind ein paar alte Aktivitäten aufgelistet, unten noch spezielle Einstellungsmöglichkeiten für die jeweilige Sportart und nach rechts startet man, sobald ein GPS-Signal gefunden wurde. Hatte man die Adventure in den letzten 3 Tagen mit dem PC oder dem Smartphone verbunden, steht einem Quick-GPS zur Verfügung. Damit findet man in der Regel schneller ein GPS-Signal. Die Ergebnisse der Sportaktivitäten werden mit der TomTom-eigenen Software über den PC mit dem Internet synchronisiert. TomTom hat auch eine ganz neue Software veröffentlicht, die zeige ich euch aber erst am Ende des Videos. Jetzt geht's erstmal mit der Uhr selbst weiter. Ich habe diese Uhr ca. 8 Wochen mit verschiedenen Sportarten getestet. Die Sportarten tracken ungefähr das gleiche und auch die Einstellungsmöglichkeiten sind ähnlich. Deswegen packe ich das alles jetzt hier so kompakt zusammen. Denn wenn ich jede einzelne Kleinigkeit zeigen wollen würde, würde das Video einfach mega lang. Deswegen geht es jetzt los mit den Laufsportarten. Ich fasse die Laufsportarten mit Laufen, Traillauf und ja, auch Wandern zusammen. Mit der TomTom Adventure will ich ja nicht nur meinen Lauf tracken, sondern auch meine Fitness trainieren und mein Lauftraining verbessern.
Dazu gibt es Optionen wie zum Beispiel Intervalle, Runden, Impulsbereiche trainieren oder gegen alte Zeiten in einem Rennen antreten. Das sind alles gute Funktionen, die Spaß machen. Für jede Funktion gibt die Uhr spezielles und gut passendes Feedback, wie auch optionales Feedback pro Kilometer, und auch das Display ist jederzeit gut lesbar. Die Funktionen können aber nicht miteinander kombiniert werden und insgesamt fehlt dann leider das letzte bisschen etwas, um die Uhr auch im ambitionierten, etwas professionelleren Bereich einzusetzen. Ich kann keine Trainingspläne auf der Uhr speichern, die Intervallfunktion ist viel zu einfach gehalten und die Auswertung lässt auch zu wünschen übrig. Der MP3-Player ist wiederum total nützlich für Läufer, die gerne mit Musik laufen und keinen extra MP3-Player oder das Smartphone mitnehmen wollen. Die neue Routenfunktion ist besonders für Wanderer interessant. Dort kann einer gespeicherten Route gefolgt werden. Das ist aber nicht wirklich wie mit einem Navi zu verstehen, sondern läuft eher wie mit Kompass und Karte. Die Route muss über MySpots schon auf der Uhr gespeichert werden, sonst kann keine Route angezeigt werden. Eine Route ausgewählt, zeigt die Uhr den Start, die aktuelle Position mit Richtung und das Ende der Route an. Mithilfe der grafischen Darstellung und des Kompass kann ich der Route jetzt ganz einfach folgen. Mit der Adventure und dieser Funktion heißt es ja eigentlich neue Wege entdecken. Wirklich neue Wege sind es nicht, wenn ich mit der Software nur meine eigenen getrackten Strecken als Route erstellen kann. Da finde ich schade, dass TomTom nicht so wie andere Hersteller eine Community aufbaut, in der man dann seine Routen mit den anderen Mitgliedern teilen kann. Wirklich neue Routen kann ich mir nur als GPX-Datei von anderen Fremdseiten runterladen und dann auf der Uhr speichern. Aber das geht wenigstens. Das Besondere an der Adventure ist aber auch, verlaufen ist nicht mehr. Auch wenn ich keine Route gewählt habe, trackt die Uhr die zurückgelegte Strecke und zeichnet diese grafisch auf. Ist man mal vom Weg abgekommen, findet man mit Hilfe des Kompass immer wieder zurück zum Ausgangspunkt. Das ist wirklich eines meiner Highlights der Uhr und für jeden Wanderer eine große Hilfe. Man sollte aber darauf achten, dass der Kompass richtig und regelmäßig kalibriert wird, ansonsten funktioniert er nicht richtig. Die Kalibrierung ist recht einfach. Uhr abnehmen und ein paar Mal drehen, so wie es das Display vorgibt. Fertig. Was aber fehlt, ich kann keine GPS-Daten ablesen oder GPS-Daten als Ziel eingeben. Zum Beispiel Geocaching-Funktionen wären hier doch sinnvoll. Den Radsport konnte ich leider nicht richtig testen. Insgesamt zeichnet die Uhr ja die gleichen Daten wie beim Laufen auf. Möchte ich die Uhr wie ein Tacho benutzen und auch meine Trittfrequenz aufzeichnen, brauche ich noch den Kadenz- und Geschwindigkeitsmesser, der nicht im Lieferumfang enthalten ist. Ohne den Kadenz- und Geschwindigkeitsmesser kann ich meine Indoor-Radaktivitäten auch nicht messen, denn ich bewege mich im Normalfall auf den Rollentrainer ja kein Stück. Fürs Kilometer-Tracken im Freien ist die TomTom Adventure über GPS aber zu gebrauchen. Und genau das geht im Schwimmmodus leider nicht. GPS. Aus diesem Grund bin ich vom Schwimmmodus leider enttäuscht. Der Modus arbeitet nämlich ohne GPS und ohne Pulsmessung. Ich muss die Bahnlänge schon vorher wissen, ansonsten zählt die Uhr die Bahn nicht. Die Uhr ist also nur etwas für Bahnschwimmsport und nichts für freies Schwimmen im Meer. Bahnen zählt sie aber dann relativ präzise. Wer im Meer schwimmen möchte, muss den Freestyle-Modus nutzen. Auf die Wintersportfunktion habe ich mich am meisten gefreut. Endlich brauche ich keine doofe Smartphone-App mehr, um meine Pistenkilometer zu tracken. Die TomTom Adventure hat eine automatische Lifterkennung und sollte das dann ja spielend leicht können. Zunächst ist das Armband zu kurz, um die Uhr über die Skijacke zu tragen. Ich habe die Uhr aber ganz gut zwischen Schneefang und Jacke tragen können. Der eingebaute Barometer verhilft der Uhr dazu, dass sie wirklich jeden Lift erkennt. Das klappt richtig gut. Im Lift gibt es Feedback zu der letzten Abfahrt. Die Wintersportler unter euch kennen bestimmt Skyline, womit man seine Pistenkilometer so ungefähr ermitteln kann. Mit der Lifterkennung der Adventure sollte man jetzt ja denken, dass die Sportuhr das jetzt sogar genauer kann und man Skyline oder eine andere App auf dem Smartphone nicht mehr braucht. Doch auch hier hat TomTom wieder nicht zu Ende gedacht. Die zurückgelegte Strecke des Lifts wird nicht aus der Gesamtdistanz herausgerechnet. Nur die Höhenmeter werden abgezogen. So weiß ich trotz Lifterkennung nicht, wie viel Pistenkilometer ich zurückgelegt habe. Was habt ihr euch bei TomTom nur dabei gedacht? Die Pistenkilometer sind doch genau das, was mich als Skifahrer oder Snowboarder interessiert. Klar, die Höhenmeter sind auch schön und gut, aber die Pistenkilometer sind das A und O. Ich hoffe, dieses Problem wird durch ein Update noch behoben. Der Skilift wird doch sowieso erkannt, dann muss es doch ein leichtes sein, diese Strecke von der Gesamtdistanz abzuziehen. Studio ist für Sportarten im Fitnessraum oder ähnliches gedacht. Dort wird nur die Zeit, der Puls und die Kalorien getrackt, also kein GPS, sondern Sport über den Bewegungssensor. Und, wie schon erwähnt, gibt's den Freestyle-Modus für alles andere, was man unter dem freien Himmel und mit GPS machen kann, wie zum Beispiel Schwimmen im Meer oder Motorradfahren. Da es nicht möglich ist, seine gesamten Daten auf der Adventure direkt einzusehen, ist es unumgänglich, seine Sportaktivitäten mit dem PC oder Smartphone zu synchronisieren. Das Gesamtpaket besteht also nicht nur aus der Uhr, sondern auch aus der Software für PC und Smartphone. Und die ist mindestens genauso wichtig wie die Uhr selbst. MySpots für den PC ist schon besser geworden. Es fehlt aber immer noch nicht nur an den Ecken und Kanten. Es ist mir zwar möglich, meine Daten in schönen Bildern zu sehen, aber es sind wirklich nur Basic-Analysen.
Für mich persönlich reicht das, aber für ambitionierte oder professionellere Sportler ist das sehr wenig. Es fehlt ein Sporttagebuch und eine Community, um seine Daten mit anderen Usern zu vergleichen und so noch mehr Ansporn zu bekommen. Und auch Trainingspläne sucht man vergebens. Also alles, was richtige Sportler brauchen und auch bei der Konkurrenz schon jahrelang vorhanden ist, fehlt noch bei TomTom. Die MySports Smartphone-App war richtig schlecht. Diese hat TomTom jetzt aber aufgegeben und gegen die TomTom Sports-App ersetzt. Ich hatte große Hoffnung darin. Die neue Sports-App sieht ganz nett aus. Das ist es aber auch schon. Die neue App ist auf jeden Fall tausendmal besser als die alte MySports-App. Für mich ist die Sports-App aber einfach ein neues, schnelleres Gewand der MySports-App. Es fehlen Funktionen und mir fällt auch direkt ein dicker Fehler auf. Die App will außerdem viele Rechte haben, die ich mir nicht ganz erklären kann. Zusammengefasst ist die App nur eine Darstellung der Daten der Uhr, ohne weitere Funktionen. Es ist immer noch nicht möglich, seine Aktivität manuell zu bearbeiten, eine Aktivität zu erstellen oder sonst irgendwas zu machen. Okay, man kann seine Aktivität löschen, das war es aber auch schon. Ich verstehe nicht, dass wenn man sowieso schon eine neue App auf den Markt bringt, wieso man dann nicht solche Funktionen wie Aktivitäten als Rennen oder als Route erstellen hinzufügt. Auch auf die Gefahr hin, dass ich nie wieder etwas von TomTom zur Verfügung gestellt bekomme, mein Fazit fällt leider nicht so gut aus. Die TomTom Adventure an sich hat einige Funktionen, die ich total toll finde, aber so viel Potenzial ist verschenkt, weil fast alles halbherzig und schlecht umgesetzt wurde. Für professionelle Sportler reicht es bei weitem nicht. Beim Wandern fehlen einfache Funktionen wie das Ablesen von GPS-Daten, Schwimmen geht nur mit vordefinierten Bahnen, zum genaueren Radfahren braucht man noch den Kadenzsensor und Pistenkilometer kann man als Wintersportler auch nicht richtig aufzeichnen. Und das waren nur kurz die größten Negativpunkte zusammengefasst. Eigentlich ist die TomTom Adventure aktuell nur für die Basics in jeder Sportart zu gebrauchen. Und das kann fast alles auch meine alte TomTom Runner. Auch wenn TomTom mit der Adventure einige Awards gewonnen hat, den Final Testman Test hat die Uhr nicht bestanden. Ich kann die TomTom Adventure aktuell also nicht weiterempfehlen. Mein großer Tipp an TomTom, nehmt das Feedback von euren eigenen Usern in eurem eigenen Forum doch mal endlich an. Das Feedback gibt es schon seit der ersten TomTom Sportuhr. Billiger und genauer kommt ihr an eure Zielgruppe doch nicht dran. Ich teste auf jeden Fall gerne weiterhin eure Produkte und hoffe auch, dass ich nach diesem Video nochmal ein Produkt von euch zur Verfügung gestellt bekomme. Und wenn sich bei der Adventure durch ein Update irgendwas ändern sollte, teste ich die Adventure auch gerne noch einmal. Damit war es das schon wieder von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr sonst noch Fragen habt, schreibt sie einfach unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, euer Final Testman. Ciao!